Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Reihe zu fremden Gestaden, die sich mit den Geschichten von Corto Maltese beschäftigt. Das hier ist nun die 20. Geschichte und sie trägt den Titel Der Gnadenschuss. Ich muss das erstmal finden. Genau. Und erneut beginnt Hugo Pratt mit Impressionen und stimmungsvollen Detaileindrücken. Und es wird schnell deutlich, dass wir uns in einer britischen Garnison befinden. In der vorherigen Geschichte war das eine türkische Festung. Und hier versäumt Hugo Pratt das kleine Detail nicht, dass diese britische Garnison zwar auch eine Art Festung ist, aber das Leben ist dort deutlich luxuriöser. Zumindest für den kommandierenden Offizier. Pratt hat ja mehrere Geschichten geschrieben, die sich in Wüstenfestungen abspielen. Die anderen finden sich dann alle in den Wüstenskorpionen. Wir lernen hier diesen Hauptmann Brad kennen. Ein sichtlich verbohrter Mann, der aber Literatur liebt und hier mit Corto einen kleinen Diskurs über Arthur Rimbaud und Rudyard Kipling hat. Und dem steckt eine zusätzliche historische Ironie inne, denn Rimbaud, dessen Laufbahn als Dichter im Alter von 18 Jahren zu Ende ging, ist in seinem zweiten Leben ein Waffenhändler gewesen, der gerade in Abessinien tätig war und dort befinden wir uns jetzt. Und das ist etwas, das Hugo Pratt in Gänze bewusst war und das, was ihn daran reizte und interessierte, an dieser Stelle überhaupt Rimbaud zu erwähnen. Hugo Pratt teilt den Pathos eines Rudyard Kipling allerdings nicht unbedingt und so porträtiert der Hauptmann Brad als diesen etwas bigotten, dickköpfigen Rassisten. Hier wird vermutlich deutlich, dass seit dem letzten Abenteuer etwas Zeit vergangen ist und dass Corto inzwischen Kusch sehr gut kennt. Denn er sagt dem besagten Offizier, dieser hätte sein Todesurteil unterzeichnet, als er Kusch grundlos geschlagen hat. Corto wandert erstmal in den Bau. Und hier ist diese interessante Zeichnung, wo er durch diese kleine Fensteröffnung in die Hitze hinausblickt. Und ich fand ja immer, mich hat das ja immer ein bisschen an einige Zeichnungen von Möbius erinnert, die aber deutlich jünger sind. Und zwar, falls ich das jetzt finde, das ist mal so eine etwas obskure Ausgabe von Jean Giraud alias Möbius mit dem Titel Le Major. Und das sind sehr schnell gezeichnete Comics. Aber man sieht ja sozusagen Major Grubert hier auch in so einer Art von Haft, wenn man so will. Und ich weiß es nicht, mich hat das immer ein bisschen an diese Einstellung hier erinnert. Aber das konnte natürlich alles auch Zufall sein. So, machen wir ein bisschen weiter hier. An dieser Stelle findet so eine Art Rückblende statt, denn dieser Kommandant Brad erzählt Corto diese ganze Geschichte aus Irland, die hier in Rückblenden gezeigt wird. Und die Geschichte ähnelt ein wenig oder erinnert ein wenig an das Konzert für Harfe und Nitroglycerin in O-Moll aus dem Band Die Kelten. Aber es sind andere Namen und es ist dennoch eine andere Geschichte. Aber ich schätze, immer wenn Hugo Pratt eine waschechte irische Geschichte gezeichnet hat, musste es dabei entweder regnen oder viel grünes Gras im Bild sein oder vor allem
Vor allem Verrat steht dann im Mittelpunkt der Erzählung. Wie auch immer. Hier finden wir eine weitere Erwähnung, dass Corto Maltese ein britischer Staatsbürger ist. Der Kommandant erweist sich als ein ziemlich korrupter Typ, der hier einen Koller bekommt, als Corto sich weigert, ihm den Rücken zuzudrehen. Und grundsätzlich ist es eine visuell sehr reizvolle Sequenz, die super spannend ist, weil diese Festung wird von irgendeiner Gruppe angegriffen und Corto Maltese ist so mittendrin. Das hier ist auch eine super Zeichnung. Hat so ein bisschen was von, ich weiß nicht, von einem Robert Capa-Foto. Das sind offensichtlich Kuschs Leute, die hier in die Festung eingedrungen sind. Also irgendwelche Danakil-Eingeborenen aus Abessinien. Die wollen ihn dann auch so richtig zu Tode foltern, was dann Corto Maltese eindeutig zu weit geht und dazu führt, dass er aus der Ferne diesen Kommandanten erschießt. Corto Maltese konnte ihn zwar überhaupt nicht leiden, aber solche Dinge würde Corto nicht mal seinem ärgsten Feind wünschen. Das gefällt natürlich den Eingeborenen nicht, doch Kusch kann da intervenieren und so bleibt die Sache ungesühnt. Auch eine herrliche Zeichnung hier, tolles Panel hier in diesem Kakteenfeld. Guck mal, dieses sieht hier so ein bisschen aus wie Ben Affleck, so finde ich, so von dem Gesichtsausdruck. Das hier gefällt mir auch sehr gut. Das hier, also das sind alles hier wirklich großartige Paneele. Ich finde, Hugo Pratt war da richtig in Form. Ja, und damit ist dann diese Geschichte vorbei und die Wanderschaft dieser beiden Freunde, die geht einfach weiter. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch noch einen tollen Tag und vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Episode, dann schon die 21. Mit dem Titel Wie Romeo und Julia. Das sagt ja schon viel aus. Bis dann.